Ja, hallo Leute, hier wieder euer Tose mit Let's Play Bioshock 2 angezockt. Wir sind hier in der Werkstatt 6a, Sicherheitsbüro darauf, und wir müssen die Tannenbaum suchen. Die hat sich da irgendwo verschanzt. Wir werden dann nicht mehr so vorsichtig sein. Ich glaube, ich werde da jetzt bald mal sterben. Werbung für Atlantic Express, ja. Wir haben da jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wir können Gerätschaften hacken und alles Mögliche. Was ist denn da jetzt? Was ist denn das für ein Schmarrn? Da gibt es ja kein Rein und Raus. Was ist denn da? Können wir das nehmen? Auch nicht, na, geht nichts. Da irgendwelche Hebel betätigen? Gar nichts. Gar nichts zum Interagieren. Irgendwas schrauben und drehen und so. Ne, überhaupt nicht. Da. Aha. Wir sind hier jetzt im Sicherheitsraum, schätze ich mal. Und ja. Na, Tor öffnen. Öffnen wir mal. Was für ein Tor war denn das? Hi ho. Ich kenne dich. Das Symbol auf deiner Hand heißt, du bist ein toter Mann. 10 Jahre ist es jetzt her, Delta, seit du dir eine Waffe an den Kopf gehalten und abgedrückt hast. Aber nur Mut. Aus deinem Schmerz erblühte das Paradies. Ich weiß nicht, wie du überlebt hast. Aber dein Leid hat ein Ende. Diese Männer werden dich von allem erlösen. Bitte versteh, wie alles, was ich tue, dies ist ein Akt der Liebe. Aha. Sophia Lamb, sie hat dich gefunden. Ja, hat sie. Ja Leute, ist ja nur gut, dass ich jetzt meine Medipacks nicht verbraucht habe. Durchsuchen Leiche nach Beute. Ja, haha. Wo ist da? Eine Leiche? Ja, ich mach mir ins Höschen hier. Ich glaub's ja nicht. Da schon wieder nichts zum Drehen. Egal. Jetzt frage ich mich wirklich, bin ich da jetzt nicht gestorben oder habe ich da beim Spiel irgendwas so eingestellt, dass die mich nicht killen können? Weil ich stand da ja wirklich auf verlorenen Posten. Ist irgendwo eine Leiche hier? Da ist eine Leiche. Maximum Hackpfeilen erreicht, Leute. Ja. Hätte ich da jetzt was hacken können? Irgendeine Tür aufmachen und verschwinden? Oder gehört das einfach so zum Spiel? Da ist nix. Da auch Leichen, Leute. Jetzt kennst du unseren gemeinsamen Feind, Sophia Lamb. Durch die Kamera in deinem Helm kann ich alles mit deinen Augen sehen. So kann ich dir helfen, gegen sie zu kämpfen. Ja, Mrs. Tannenbaum, cool, dass du das kannst. Aber ich glaube, ich bin da echt am Eck hier. Irgendwie ist mir das ganze Spiel jetzt schon ein wenig strange, Leute. So. Wir bleiben mal unter Wasser kurz, ja. Weil ich glaube, wenn wir da rausgehen, dann geht Rambazamba wieder los. Aber egal, wir marschieren wieder raus. So. War's das, ja. Ach Gott.
unser Bot? Ja, Gott sei Dank. Alles klar? Okay, gut. Durchsuchen. Da sind wieder diese kleinen Schmetterlingshände. Waren wir hier schon? Nö, hier waren wir noch nicht, oder? Nö. Karte. Karte. Ah. Sicherheitsbüro. Und die haben uns da rausgeschossen. Wir sind da in den Kanal runter und müssen da jetzt weiter. Da gibt's. Was ist denn das? Ein Bot, eine Bot-Abschaltung. Planungsraum und okay. Evolution in einer Flasche und so weiter und so fort. Da eine Leiche. Okay. Ja, ich habe mir das Spiel ein wenig stylischer vorgestellt. Das Surrounding kommt cool, aber irgendwie fehlt da die Hintergrundmucke irgendwie. Egal. Wir schauen einfach. Vorsicht! Die Sicherheitskameras gehören Lamp. Aber wenn du clever bist, können sie dir nützlich sein. Ah. Gut, wir machen da, was machen wir da? Wo ist denn das Bohrer? Nietenpistole, geh rüber. Was ist denn jetzt los? Ich will dir das Zeug nicht daher. Schauspielerin! Ich bin... Geh nicht in das rote Licht, fahre deine Heckwerkzeug ab, um sie zu deinen Verbündeten zu machen. Okay, und schon... Abgefeuert. Ein Bühnenarbeiter? Hallo! Hacken erfolgreich. Gehackte Kameras arbeiten für dich und alarmieren Sicherheitsbots bei Feindkontakt. Wenn du beim Hacken einen blauen Bonus schaffst, dauert ihr freundlicher Alarm länger. Okay. So, und was nehmen wir jetzt mal kurz einen Bohrer in die Hand? Die hat eine Wumme. So, gib uns was zum Essen, Leute. Hat da wer auf uns geschossen, ne? Dosenfleisch, ja. Hackpfeil. Das ist schon wieder zu wenig. Ja, total übersehen, dass wir da auf eine Frau mit Waffe gestoßen sind. Ja. Ihre Waffen können wir nicht mitnehmen, ist uns auch schon aufgefallen. So, nicht vergessen, da hinten haben wir noch einiges liegen lassen. Dosenbohnen. Wieso bringen die uns nichts? Rekombinante Serie. Das sagt uns gar nichts. Das ist auch für nichts da. Ja. So, Multitasking ist auch nicht gerade meins. Entweder schieße ich oder ich hau Blitze, aber beides gleichzeitig. Ja, das habe ich auch schon total versemmelt wieder. Aber nach einer Stunde spielen ist man ja auch nicht gerade mit dem ganzen so vertraut. Aha, Tische kann man untersuchen. Das ist einmal wichtig. Ja, klasse. Da Tisch. Okay. Da auch ein Tisch. Und den kann man nicht untersuchen. Ja, irgendwie ist das strange hier. So. Wir sind nur die Steine, die den Weg betreten. Via Stones to
Tarif dabei. Ja. Gut, wir gehen mal da rein. Kann ja nicht falsch sein. Da ist nichts für uns. Bohrer, Treibstoff, Geld, das brauchen wir unbedingt. Machen Werbung für Akku-Diktiergerät. Ja, cool. So, jetzt schauen wir noch mal auf die Karte. Wir sind jetzt wieder da. Was war denn das da? Links vorne, da kann man was ausschalten. Und da drinnen? Wie sieht es denn da aus? Naja. Da. Sicherheitsnotschalter, was ist denn das? Mit Hilfe von Sicherheitsnotschaltern können sowohl jeder aktive Sicherheitsalarm als auch davon alarmierte Sicherheitsbots abgeschaltet werden. Die Verwendung eines Sicherheitsnotschalters ist gratis. Alarme können auch durch das erfolgreiche Hacken des Geräts, das sie ausgelöst hat, zum Beispiel eine Sicherheitskamera oder sie hat einer anderen Maschine abgebrochen werden. Okay, können wir das Zeug jetzt hacken oder was? Was mache ich mit dir? Ja, wir haben ja dann noch so ein Hackwerkzeug und da hacken wir gleich mal. Ich bin gespannt, ob das hinhaut. Schmarrn, das haut gar nicht hin und jetzt haben wir wieder was verschwendet. Da haben wir noch so ein Ding, ein Hackpfeil. Okay. Also da geht einmal nichts. Wieso geht denn da nichts? Egal. Wahrscheinlich wird das dann hier gleich zur Sprache kommen, ja. Beim Workshop 6b. Da. Fuck, au! Vater, ich bin es, Eleanor. Ich weiß, du bist wach da drin. Ich spüre es. Mutter kann nicht noch einmal ihr grausames Spiel mit dir treiben. Nie mehr. Dieses Plasmid ist für dich. Wenn ich mich nicht irre, kannst du es jetzt verwenden. Bitte, komm mich suchen. Ja, okay, Eleanor, genau das mache ich auch gleich. Da drin ist, glaube ich, alles safe. Helps, ja, hope. This helps. Ja, danke Eleanor, wir werden das nehmen. Telekinese. Hebe große Objekte allein mit der Kraft deiner Gedanken auf und wirf sie auf deine Gegner. Was muss man sonst noch wissen? Telekinese, zieh ein Objekt zu dir und schleudere es weg. Auch feindliche Granaten. Auch gut, um Objekte als Schild zu halten oder Unerreichbares zu greifen. Leere Slots. Ja, Leute, was ist jetzt in Slot legen? Zeigt das Plasmid wählen. Zu ersetzen. Das, wir haben genug Slots. Also, wir haben 3 mögliche Slots hier. Aha. Ja, dann nehmen wir das gleich mal da rein und dann passt das auch schon. Bewerfen Sie den Gegner mit Objekten. Sie können sogar Granaten abfangen und zurückwerfen. Super, jetzt kommen die mit Granaten auf uns zu, oder was? Halte links tief gedrückt, um ein Objekt per Telekinese aufzunehmen. Lasse links tief wieder los, um uns zu werfen. Okay, sollen wir das gleich mal checken? Was ist denn da? Wir checken das. Da haben wir noch, ja, eine Eve-Spritze. Das kommt ja cool. Was werden wir da? Die Rohrpost, ja. Ne, Schmarrn. Nochmal auf die Karte geschaut, wo wir die... Ja, wo sind wir hier? Da drinnen
kann uns ja auch nichts passieren, schätze ich mal. Oh ja, da kann uns schon was passieren. Egal, wir schmeißen da einmal in irgendein Ding. Das hier. Aha. Aber verbraucht gar nicht so viel. Ja. Verflixt, Nebel sind voll. Was ist denn da jetzt? Das Hackgerät brauchen wir natürlich auch nicht. Wir werden da gleich wieder auf die Nieten zurückgehen. Irgendwie hackt das. So, da ist nichts drin. Okay. Irgendwas müssen wir jetzt noch schmeißen. Oder? Ja, ich will diese Eve-Spitze haben. Was ist denn da los? Rohrpoststeuerung abgeben. Okay, das kommt ja cool. Wir drücken mal da drauf. Okay, also so funktioniert das. Ja, ist ja nicht schlecht, wenn wir da schnell sind beim Umschalten. Wir haben da hier Elektro-Telekinese und das war's dann auch schon. Telekinese ist ja auch nicht schlecht. Aber Kugeln gehen damit nicht. Da haben wir jetzt genug zum Futtern. Allheilmittel. Verbandskasten hat ja keiner geschmissen jetzt da, gell? Nee, wir sollten das Zeug nicht essen, wenn wir es nicht brauchen. Ja? Okidoki, Leute. Dosenfleisch werden wir auch nicht essen, das brauchen wir später. Da hinten ist auch. Und da nur Post. Okay, Leute. So weit, so gut. Wir machen hier einen kurzen Save, weil das wird mir schon etwas spanisch hier. Und werden dann da in die nächste raufgehen. Stufe, Etage, Höhe. Darauf, ja, und dann Schwarm ist er nicht runter, ja, wir müssen dann wieder runter. Egal. Ein Save, ja. Und wir sehen uns wieder, wenn es da heißt, ja, Dosen werfen und Briefe lesen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, euer Doso. Ciao.